Habe ich bei mir zum Beispiel auch drinne stehen, wo ich den Herrn. Ja, haut mir ihn auf die Fresse. Alter, was hast du für Anfälle? Hallo, Sir? Hallo, Sir? Sag mal, was hast du für Anfälle? Was schlägst du mich? Ah, tut mir leid. Das war aus Was? Versehen. Was soll das? Benimm Das war aus dich! Der Versehen. Herr, Es tut mir doch leid. der Herr checkt ja meinen Dienstausweis. Wo, hä? Ich bin doch gar kein FBI-Agent. An sich, sie können hier schlagen. Das heißt, sie sind Regierungsbeamter. Also bitte einmal Dienstausweis. Ja, ich bin, Wahnsinn. Ich muss mal kotzen nebenbei. Einen Moment. Egal, Dienstausweis. Alles klar. Wie gebe ich Ihnen den? Ich bin noch neu. Ist klar. Scherzkeks oder was? Nee, ich mein's ernst. Wie gebe ich Ihnen Lizenzen oder ID? ID. Hier, bitte. Ah ja, so neu können sie nicht sein. Ja, okay, hab ein bisschen geflunkert. Hab ein bisschen geflunkert, Mr. Hayes. Wie geht's Ihnen? Was für ein Ding? Mr. Hayes. Also wenn Sie Hase jetzt mit Haze übersetzen, herzlichen Glühstrumpf. Der Herr. Ich mag sie nicht. Ich sie auch nicht, weil sie mich erschlagen. Micha Kaiser. Ach, so einer schon wieder. Was denn? Was für eine? Ich wusste gar nicht, dass Sie das dürfen. Was darf ich nicht? Einfach so meinen Namen erkennen? Sie hätten nur freundlich nach dem Reisepass fragen können. Achso, darf ich den nicht einfach ziehen? Nee. Achso, ich habe noch gar keine Einweisung und so bekommen, ehrlich gesagt. Ah ja, deswegen rennt sie hier im Dienst rum und geht irgendwelchen Leuten auf den Sack. Ja, ich sag ehrlich, Hurensöhne. ich sag ganz ehrlich, ich habe auch gar nicht vor, so lange im FBI zu bleiben. Ich habe auch geflunkert, ich bin ja beim FBI logischerweise. Ich habe auch gar nicht so lange vor. Ich will einfach nur ein bisschen, weißt du, aber nur ein bisschen meine Zeit vertreiben. Leuten auf den Sack gehen. Ah. Nee, gehe ich ihn gerade auf den Sack? Na, schon so ein bisschen. Aber dann geh ich dir jetzt mal ein bisschen mehr auf den Sack. Oh mein. Und das mit dem Schreien, das machen wir nicht nochmal, ja, Micha Kaiser? Sonst siehst du hier meine andere Seite. Sonst drehe ich ja wirklich komplett am Rad. Ja, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen auch gerne noch meinen Dienstausweis zeigen. Was für ein Dienstausweis denn? Vom Kopf. Ey, den Kockausweis kannst du dir irgendwo anders reinschieben. Ich kacke auf deinen Ausweis. Ja, machen Sie mal. Nee, sie machen mal. Sie bringen mich echt auf die Palme, ne? Ich wollte echt korrekt sein zu Ihnen und Sie kommen hier direkt hier mit keine Ahnung, dass ich ein Ausländer bin und so. Ja, habe ich zwar nie gesagt, aber herzlichen Doch, das Glückwunsch. haben Sie! Wo habe ich denn das gesagt? Klären Sie mich auf. Am Anfang! Oder war das der andere Herr? Ich habe kein Wort über Ausländer verloren, aber wenn Sie meinen, das ist so, dann ist das so. Ja, aber. Achso, dann war das, glaube ich, der andere. Okay, tut mir nochmal leid. Dann nehme ich das wieder zurück. Wissen Sie, ich mache halt ein bisschen Ich habe ein Media Dings. geklaut. Okay, kennen Sie auf YouTube dieses GTRP-Trolling? Ich habe halt einen neuen Kanal gemacht und ich versuche das gerade ein bisschen. Also der Herr, Sie sprechen in einer Sprache für mich, die ist mir ein bisschen relativ. Kenne ich nicht, kann ich nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, das meine ich ja. Ich versuche das ein bisschen gerade. Wie finden Sie, wie ich mich bis jetzt schlage? Naja, also das mit dem Autofahren sollten wir vielleicht noch mal etwas üben. Sie fahren mir persönlich ein bisschen langsam. Aber sonst alles gut. Ah, okay, alles klar. Ja, deswegen so, keine Ahnung. Ich habe mir halt ein bisschen Mühe gegeben dabei. Ne? Ich habe mir auch so einen Anzug und so gekauft, habe hier halt mein echtes Geld reingesteckt und so. Genau. Ich habe auch einen Bugatti gekauft. Wollen Sie meinen Bugatti sehen? Der kostet 300. Sagen Sie mir nicht dieses komische, hässliche Teil, was aussieht wie Carbon. Was? Das ist voll cool. Fick dich mal. Haben Sie einen schlechten Geschmack?
Ey, Micha Kaiser, du leckst gleich mal komplett meine Eier. Ich finde das cool. Boah, ich stehe nicht so auf Erdnüsse. Ich finde das cool. Na, ein Glück hatte jeder so seinen eigenen Fetisch. Um mich zu beleidigen. Ach, heul leise, Chantal. Ey, sie sind cool. Auch wenn sie sehr gereizt sind, sie sind cool, muss ich sagen. Wie viel Geld haben sie auf dem Konto? Eindeutig zu wenig. Wie viel denn? 55k. Ach was. Okay, alles klar. Sie sind eine Person, die sich nichts sagen lässt, ne? Was machen Sie eigentlich um diese Uhrzeit hier und Sie farmen? Warum? Warum nicht? Also im Das Übrigen, ist. wenn Sie nicht wollen, dass ich Ihnen hier ins Auto reihere, bitte entweder fahren Sie schneller und nicht überall dagegen oder langsamer und auch nicht überall dagegen. Also liebenswürdigerweise nicht überall dagegen. Sir, ich weiß, wir können uns beide nicht ab. Also bis jetzt habe ich noch nichts gegen Sie. Ich weiß, ich mag sie nicht so hart, aber ich habe auch nichts gegen sie. Also wir sind neutral, glaube ich. Oh. Ich sag mal so, wenn Sie ganz liebensgewürzig wären, könnten Sie mich vielleicht wieder an meinen Berg abgeben. Der Herr, ich höre Sie leider nicht mehr. Schönen Tag noch. Nehmen Sie mich wenigstens wieder mit zu meinem Berg? Steigen Sie ein. Das ist aber nett von Ihnen. Eigentlich wollte ich sie jetzt komplett für 2 Stunden, so keine Ahnung, mitnehmen und sie komplett ficken, aber ich weiß nicht, Also, sie sind korrekt. das könnten Sie probieren, aber es gibt Schlimmere als Sie. Ich gebe Ihnen mal einen guten Tipp. Wenn Der Herr, Sie. ich habe ja nicht mal. Der Herr, ohne Spaß. Okay, sagen Sie, was Sie sagen wollen. Ich sag mal so, ich habe jeden Tag Dienstzeit im Goff mit Waffenscheine machen. Von 16:30 bis 21 Uhr. Da kommen so viele Knalltüten. Also, Aha. da sind Sie ja handsam. Oh, okay, alles klar. Ja, dann, Aber, das hier back, oder? ja, wenn Ihnen aber langweilig ist, fahren Sie mal zur NG. Wo ist das? Warten Sie, ich markiere Ihnen das. Nicht direkt zur NG, sondern zu dem Angler da. Ich mache Ihnen mal eine Markierung. Wenn Sie jemanden nerven wollen, da stehen genug rum. Die melden sich da immer gerne freiwillig dafür. Boah, Sie sind mir ein Schatz, muss ich echt sagen. Ich danke Ihnen. Perfekt, dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Schönen Tag noch. Gleichfalls.